Runterflitzen. Ah ja. Ja, ich hab's übrigens gefunden. Okay, du bist das erste Schweine. Das sind Katzen. Das sind Katzen. Gerade alle kaputt. Das sollen Katzen sein. Ja, und ich töte gerade alle davon. Hast du denn eben schon mal eine Katze gesehen? Deutlich Schweinchen. Das sind offensichtlich Katzen. Mix aus beidem vielleicht. Ah ja. Die können wir sie nur streicheln, oder? Ja. Ah, okay. Ich habe eine Note zerstört. Ja. Zwei. Okay, wir müssen die Noten zerstören, um weiterzukommen. Ja, aber ich habe unten noch Volleyball. Ah, hier. Beachball. Exakt. Na dann. Nehmen wir Beachball. Springen und L-Shift. Ja. Give me your best shot. Oh, you can't handle it. Ah, Teufel und Engelsschweinchen. Das sind Katzen. Engelsschweinchen. Oh Gott, was? Nein. Verdammt. Also ich sehe hier nix. Ehrlich gesagt. Zum Vorteil von mir. Und offensichtlich von mir auch, weil Ansicht ist nicht gut. Nee. Das krieg ich auch nicht hin. Sag dir, die Ansicht ist nicht gut. Du gewinnst das noch. Ja, aber auch nur, weil du... Jetzt gewinnst du wieder? Oh, okay. Ich kann nur Aufschläge. Ja. Alles, was darüber hinausgeht, ist nur Glück. Ah, nein. Oh Gott, ja. Den habe ich jetzt schon zum zweiten Mal rübergekriegt. Langsam krieg ich's hin. Oh, das war zu schnell. Ja, definitiv. Alter Schwede. Was? Das ist furchtbar. Ja, komm, lass uns sein. Ja. Das Spiel ist blöd. Aber wir haben es auf jeden Fall mal gemacht. Das Spiel ist blöd. So. Wie fliegt man denn? Okay. Wie startet man denn? Katze, tot. Note. Ich sowas von jeder einzelnen Katze, die hier schwebt, umbringen. Ich höre laute Orgelmusik. Eine Note fehlt noch, da hinten. Note. Vielleicht noch eine über mir. Da ist noch eine. Noch mehr Noten hier. Hier gibt es sowas wie Fahrstühle oder so. Hier ist noch irgendwas. Hier führt noch, da können wir aber nicht lang. Ah, hier ist noch eine Note, da oben. Ich habe hier irgendwas gefunden. Okay, warte, ich komme gleich, ich habe hier noch eine Note. Ach da, ich komme zu dir. Ja. Ich weiß nicht, was das hier ist. Wir werden es gleich sehen. Ja. Come on, give me something good. Blitz. Ich geh mal zurück. Oh je. Du wusstest doch. Natürlich ist es sowas. Lass mich mal. Geh du mal weg. Du bist jetzt gerade genau da. Sonne. Oh, was ist das? Das ist eine Sonne. Ich kann nicht weg. Es ist ein Laser. Oh, lass du machst gerade. Lass mich mal. Ja. Du wurdest gerade getötet. Mhm. Du hast gerade. Ich hab Feuer. Nice. Geh weg, ist mein Feuer. Nein. Nice. Okay, jetzt fehlt noch Eis. Komm schon, Eis. Ja. Nice. Eis. Eingefroren. Ah, nur du. Natürlich nur ich, okay. Ist noch eine Katze. Wie spawnt die hier? Ich hab wieder Blitz. Keine Ahnung, ich geh süße Katzen töten. Nice. Ich geh mich selbst töten.
Mit Wetter. Wie der Laserstrahl. Oder Sonne. Sonnenbauer. Ich höre laute Orgelmusik. Das hier war der Eingang, oder? Ja, was? Das war der Eingang? Ich bin gerade durch das Kissen gemacht. Ist das? Das wundert mich in diesem Level nicht. Fliegen wir hoch zu den. Ich kann in eine der. Irgendwas, oder? Kann ich in eine der Dinge rein? Oh ja, die Musik wird laut. Okay, ich kann hier nicht reinfallen. Also ich weiß, hier war noch irgendwas. Das war das Orchester. Hier ist noch eine Note. Da gab es hier wirklich nur das Katzenstreicheln. Wir haben alle Noten zusammen, wir können rein. Ja, wir haben schon lange alle zusammen. Ich weiß, nee, ich habe gerade die letzte geholt. Komm rein hier. Da hinten. Da ist noch irgendwas. Da ist das nur eine Trommel. Eine Startrampe. Zum Los. Fliegen. Komm, Cody. Hier war noch was. Das weiß ich. Na gut, wir können ja erstmal das Level machen. Ich mach die Tür auf. Hey! Yo! Devils! Where's the orchestra? You will never find them. Oh, yes, we will. Oh! Sorry, Cloud. My bad. No, wait! Look! They're hidden in the fog. You will never get the keys! Oh, yeah? Just laugh it up, crazy devils! Because we're about to bring it! Newton tun was die Keys. Sorry, Clouds. Was muss ich jetzt machen? Die Wolken zum einen bringen oder wie? Ja. Die armen Wolken. Ach, du kannst sie bewegen. Und damit machen sie den. Okay, du kannst sie zum Weinen bringen und ich kann sie bewegen, oder? Ja. Irgendwas. Ist ja traurig. Ah, da unten ist was. Ist einer der Dämonen. Abschießen. Die anderen Katzen halt. Hier müssen wir eine Wolke rüberbringen. Oh, schade. Die armen Wolken. Über da. Hier ist was. Ja, wir müssen ein Stückchen weiter hier. Und die weint nicht mehr. Doch. Ich bin hier schon unten bei der Klappe. Ja, schön, du musst sie aber auf die andere Seite bringen. Jetzt muss es reichen. Oder? Ja. Jeder von denen hat einen Schlüssel, oder was? Ja. Okay, ist einer tot. Ich habe einen Schlüssel. Wo liegt der andere? Ja, dann nimm ihn auf. Ich sehe ihn nicht. Er ist in den Wolken versteckt. Ich weiß, wo er liegt. Hier ist zumindest der Teufel gestorben. Einer. In der Ecke. Ah, hier ist der Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel.
Eine Käfig ist in der Mitte. Ja, der ist in der Mitte. So, rein da. Und drehen. Ach, wir müssen selber drehen. Komm, drehen. Das ist das Orchester. Beziehungsweise ihre Anziehsachen. Und das ist erst die Hälfte. Wie es ausschaut. Right, that's half of them. Let's get to the other side. Ah, ich hab's gefunden, das, was ich gesucht habe. Wo bist du? Hier unten. Okay, in der Trommel oder was? Oh, ja. Okay. Ich bin gespannt, wie das bei dir aussieht. Ich sehe es auf deinem Bildschirm. Ja, andere Seite. Ich komme nicht in die Trommel rein. Ah, hier. Die dauert da durch den Eingang. Sieht jetzt bei dir schon wirklich aus. Warte, bleib noch drauf sitzen. You know, this reminds me of that time that we ate those. Not now, Cody. I'm trying to calm down. Pure Entspannung. Ich hab dafür einen Achievement bekommen. Ich nicht. Du hast das Spiel ja auch nicht. Alles klar. Bleib doch noch ein bisschen sitzen hier. Ich muss hier noch Thumbnails kreieren. Ich muss töten. Es war zu kurz, um es richtig auszuhören. Du findest schon ein Thumbnail, keine Sorge. Na toll. Du tötest hier Leute und ich entspanne mich hier. Dann find schon mal den nächsten Eingang. Ich weiß, wo der nächste Eingang ist. Genau, geh schon mal dorthin. Ich komm gleich nach. Genau, mal nicht entspannen kann man sich. Okay, du bist woanders. Dort. Kann ich nicht abschießen? Nein, kannst du nicht, konntest du auch nie. Schade. Noch zwei Schlüssel. The orchestra. Und noch zwei Katzen. Excuse me. Devils. Yeah. We're gonna need to borrow that orchestra that you got locked up in there. We will never let them out. Okay, that's annoying. Ich habe das Gefühl, die mögen Musik nicht so sonderlich. Und Teufel, weil die haben Ohren schon und die haben Europax drin. Ja, gegen dich und deine Schreie. Ja, ja. So, jetzt spielen wir Harry Potter 1 das Buch nach. Oder was? Da war die Szene auch im Film. Im Film ist auch drin, aber ich glaube nur in Extended Version ist sie drin. Echten Film kommen sie direkt nach dem Teufelsschlingen in die zu dem Schachbrett. Der erste Film ist aber auch scheiße. Also Extended Edition. Der erste Release. Eine Extended Edition, die ich übrigens habe auf Blu-ray. Das ist damit mit drin. Warum solltest du die auch nicht haben? Das ist so eine Sache, die passt zu dir. Ja, natürlich. Das und Herr der Ringe Extended. Herr der Ringe Extended habe ich leider zu meinem großen Bedauern nicht. Was? Irgendwann besuche ich mir das nochmal. Leider nicht. Solltest du. Ich stell mir gerade echt vor, dass da auch irgendwann einfach nochmal ein Director's Cut kommt, der einfach 9 Stunden lang ist. Oder nö, jetzt so. Kommt erstmal noch die Serie, die Herr der Ringe Serie. Von Amazon. Ja. Was ist eigentlich deine Prediction? Wird sie gut oder wird sie richtig scheiße? Ich werde sie mir nicht angucken, daher. Ja, ich weiß, aber ich werde sie mir angucken. Weil ich mir dafür den Service holen müsste und so. Das ist daher. Da ich schon weiß, dass die nicht gucken werden kann, wird sie mich nicht jucken. Du kannst dir auch mal für einen Monat Prime holen. Das ist sogar einen Monat kostenlos. Also, daran scheitert es nicht. Da
komme ich doch eh nicht dazu. Dann legst du es dir halt auf deinen Urlaub. Oder du fragst einfach bei deinen Eltern, die wahrscheinlich eh Amazon Prime haben, ob sie deinen Account mitnutzen können. Nee, ich glaube eher nicht. Also, deine Eltern kann Amazon Prime haben. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nein. Stell dir nichts, oder was? Ich weiß es nicht. Frag mal. Oh, zurück mit dem Schachbrett. Ja, jetzt müssen wir noch den Club machen. Lovely! Good job! We're almost ready. The only thing missing is the audience. Eine Runde Schach. Nein. Do you want the last letter piece or not? Hey, that's blackmail. No, it's therapy. Now go and get an audience. You got it, book. Yeah. So are you two a team now? Yes, we are, as a matter of fact. Now let's get that audience. Oh. Ah ja. Gut, was gibt's hier noch? Modi. Ah, hier gibt's sowas. Ja. Nein. Was hältst du? Das halte ich davon. Ach ja, komm. Lass das zweite Spiel. Ich kann jederzeit das Spiel beenden, das weißt du, oder? Ach Mann. Ich kann auch jederzeit aus dem Boss raus. Verdammter Langweiler. Ich komm schon. Wo bist du lang? Nicht hier lang. Irgendwo anders war das. Ich guck mir seltsame Bilder an. Das sind Bilder von dir und deinem Kind. Das bezweifle ich. Ich glaube, das sind einfach nur Stockfotos. Mit einem Filter. Du bist schon weitergegangen. Ja. Ich wollte zu dir, aber ich kann. Ja, dann guck mal. Du siehst da eine Anzeige auf deinem Bildschirm. Ja. Ah, hier. Grün. Ups. Wenn du jetzt auch reinguckst, können wir auf beiden Bildschirmen gehen. Ja, aber warum sollte man? Das bietet sich wieder für Thumbnails oder für sonst was an. Ja. You were really the best with Rose. Können wir nur gleichzeitig oder? Ja, können wir nur gleichzeitig. Das ist ja sinnvoll. Wie sinnvoll. We used to really have lots of fun together, huh? Yeah, we did. Hier gibt's noch ein Minispiel. Bahnläufer. Oh nein. Nicht nach Kate. Trace Runner. Track Runner. Okay. Spur wechseln und springen. So was mag ich so sehr? Rhythmusspiele. Ja, nein. Ach du Scheiße. Boring. Hab in meinem Leben viele App-Games gespielt. Die sind fast alles nur Endless Runner. Das kann ich. Ups. Ich nicht. Hast du in deinem Leben schon mal App-Games gespielt, oder? Also Mobile. App-Games, ja. So, aber nur sowas wie die Klassiker, Subway Surfer, Google Jump. Ja, also Subway Surfer so wie das hier. Subway Surfer auch nur ganz kurz, nicht wirklich ernsthaft. Ich muss mich jetzt gerade konzentrieren, sorry. Ich hab mal hier dieses, wie hieß das, dieses Gitarre-Dingens. Oder als. Sowas nicht, aber. Ich glaube, da musstest du auch irgendwie auf Tasten klicken und dann irgendwie. Ah. Sollte ich mal wieder spielen, das war tatsächlich lustig. So nach bestimmten Melodien. Nein, aber da gab's so, es gibt so eine App oder zu bestimmter Musik, wo du bestimmte Tasten drücken musst, irgendwie. Knopf drücken musste irgendwie auf dem. Irgendwas mit Gitarre. Weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt. Sag ich dir gleich. Wahrscheinlich Guitar Hero, die App. Nee, ist irgendwie anders. Nee, mein Handy habe ich gerade tatsächlich. Da musst du mein Handy kurz holen. Teilweise die Inputs nicht an! Mein Handy habe ich vorher zum Laden gelegt, deswegen. Holy shit! Ja, lass es gut sein. Ja, das hat teilweise die scheiß Inputs nicht angenommen. Warte mal kurz. Wo ist jetzt nicht dein Handy, oder? Er holt sein Handy. Oh, sweet. This is my favorite track of all time.
Mmm! Double time! So, hab ich mir noch was Mess zu trinken geholt. Kann ich dir auch mal sagen, wie das Ding heißt. Sekunde. Gitarre. Nee, das war's nicht. Wie hieß denn das Spiel? Vielleicht finde ich das in meinen. Stehst du auf der Platte? Ich höre mir Musik an. Warte, ich komme zu dir, dann kann ich mal währenddessen mal. Dann suche ich mal, wie das hieß. Yeah, work it. Ich habe schneller gemacht. Jetzt klingt's nach den Chipmunks. Wie hieß das Spiel? Das interessiert mich jetzt, das juckt mich jetzt. Und so eine Gitarrenmusik, das war Klavier. Nicht Gitarre, sondern so ein Klavierspiel, wo du Klavier. Weißt du, dieses Spiel, wo du andauernd auf YouTube Werbung gekriegt hast, eine Weile lang? Nee, sowas in der Art war es hier mit den Tasten, wo dann hier. Ich glaube, da gab es auch mal YouTube Werbung für. Und sitze ich ganz lustig, Magic Tiles oder sowas in dem. Ja, wo dann, okay. Man halt auf die Tasten so lange draufdrücken musste und dann sowas irgendwann die Töne dann, was dann runterkommt, wo es halt wirklich so wie bei dem Spiel gerade eben, wo es dann so gerade so. Ja, es ist das, wo du angeblich mit Klavierspielen lernst. Okay. Angeblich. Also Klavierspielen lernst du damit auf keinen Fall, aber das Spiel war ganz lustig. Magic Tiles ist, glaube ich, genau das, was ich gesucht habe hier. Aber Zeit ach, 3, ich weiß nicht. Ich sehe gerade, dass du tatsächlich Golf Club Wasteland gespielt hast. Ja, hab ich mal gestreamt. Magic Tiles war das. Ja, Magic Tiles. Müsste man tatsächlich mal wieder spielen. Das könnte ich mal installieren. Ich tippe auf die schwarzen Kacheln. Ja, das ist genau das. Installieren. Das ist aber überhaupt noch nicht durch, oder? Moment, war ich noch nicht. Nee, das ist. Ich habe es nur mal für anderthalb Stunden angespielt. Was man nur ein bisschen. Sondern habe ich es noch nicht gespielt, aber. An dem Punkt muss ich echt sagen: Tu dir selbst bitte den Gefallen und spiel's durch. Gegen Ende zieht das Ding so dermaßen an, was Story und Emotionen angeht. Okay. Das ist so großartig. Dann werde ich ja mal eher privat mal spielen als im Stream. Würde sich auch anbieten. Gerade mit dem. Gerade mit dem Radio Nostalgia vom Mars, das ist privat besser. Ich habe gemerkt, das ist überhaupt nicht streamtauglich, das Spiel. Weil da hat absolut. Also. Ich habe auch im Stream gesagt, dass ich kann ja eigentlich sitzen und spielen und brauche nicht moderieren. Ihr könnt eigentlich zuschauen, wie ich hier spiele. Das ist, weil im Hintergrund lief immer dieses Radio Nostalgia und eigentlich hat der kommentiert. Eigentlich war das die Moderation, wo ich mir gesagt habe, wenn ich da jetzt drüber, ich habe mich blöd gefühlt, wenn ich darüber geplappert habe. Verstehst du, Modi? Das ist halt ja, so ein bisschen. Das habe ich auch direkt gemerkt. Es ist halt einfach scheiße für einen Stream. Das ist halt, also fürs Privatspielen oder super, aber für einen Stream. Ja, für einen Stream ist es absolut scheiße. Das muss ich auch sagen. Das wundert mich auch, dass du es überhaupt gestreamt hast. Ja, einmal um es auszuprobieren. Das ist einfach so ein geiles Spiel. Hey! Hey, Buddy, over here! What's up? Can you let us in? Sorry, kids, no minors. Kids? No. We're just small in size, that's all. Yeah, right. Get out of here, kiddos. Excuse me, we are adults. You have some ID? Oh, no, we left it at home. Because minor, der geht mir auch nicht mehr aus dem Kopf. Yo, yo! Glowstick! They're with me! Erzähl ich dir gleich was dazu, jetzt würde ich nicht in die Sequenz rein. Falls du dir vergisst, erinnere mich dran. Sorry about that. Welcome to the club. Enjoy the evening. VIP's coming through. Not so cocky anymore, are you? Huh? Auf den Club. Ja. Oh, die Rainbow Road aus Super Mario. Es ist tatsächlich eine Anspielung an Mario Kart.
Wirst du auch an der Musik gleich merken. Ein ziemlich heftiger. Ich weiß nicht, ich glaube hier läuft das Rutschen-Theme. This is surreal. Ich rutsche schon. Also was wolltest du jetzt erzählen? Warte kurz, ich sag das nur, wenn wir hier aus der Rutschbahn raus sind. Warte, ich thematisiere das gleich, wenn wir hier raus sind, weil das will ich hier nicht. Dieses Thema will ich nicht mit der Regenbogenfarbe in Kontakt bringen. Ist dieses Thema, ich verstehe. Ja, nein. Warte mal kurz, wir können es gleich reden. Das will ich nicht in einem Clip mit einem auf einer Regenbogenrutsche sehen. Rutsch. Ich erinnere mich gleich dran, wenn wir raus sind. Rainbow Road. Oh Gott, was? Das sieht nice aus. Diese Dreiecke, die finde ich echt. Hat so ein bisschen was von Retro, so 90er Jahre. Die Dreiecke. Die 90er Jahre waren echt so ein Ding, das ist so was Spezielles. Ein bisschen so alles punky, alles quietschbunt, alles Regenbogen, alles. Also nichts Einfarbiges, alles musste unbedingt. Auch die Webseiten, das ist gab es die damals schon? Gab es damals schon Webseiten? Ja. Ich weiß nicht, das Internet ist eine relativ neue Erfindung. Bin mir nicht sicher, wenn ich darüber. Also auf jeden Fall alles knallbunt. Das ist alles, also so einfarbig auf keinen Fall. Also mindestens 5 Farben auf der Seite und irgendwie fast halt irgendwie. Immer halt irgendwie. Musst halt immer alles quietsch. Peach und toll sein. Yeah.